Willkommen auf einer weiteren Fahrt in der Foslo G6 von Transit Germany. Wir stehen hier gerade in Hagen und bringen hier diesen Zug bis zu dem Güterterminal, dem Containerterminal in Wuppertal und steigen mal ein. So. Dann gehen wir zuerst einmal hier ran. Das ist auf automatisch, das ist schon mal gut. PZB machen wir uns an. SIFA machen wir uns auch an. Jetzt machen wir die PZB aber wieder aus, weil ich den PZB-Modus erstmal noch umstellen will. So. Jetzt Fahrtrichtungswende an die Vorwärtsstellung. Genau, jetzt haben wir die untere Zugart. Okay. So, wir haben hinten. Achso, Moment, unser Zug ist der hier. Keine Zugschlusstafeln. Das ist aber nicht gut. Haben wir vorne? Vorne sind drei weiße Lämpchen an. Hinten bei der Lok ist es aus. Warum haben wir keine Zugschlusstafeln? Wo kann ich denn hier was ändern? Da nicht. Moment. Zusatzbremse lösen. Was bist du? Sandstreuer. Ah ja, okay. Instrumentenbeleuchtung machen wir hoch. Das passt. Fernlicht, PZB-Einrichtung hier vorne. Geschwindigkeitsregler. Die Treppenbeleuchtung möchte ich natürlich anhaben. So. Okay, Ausfahrt mit 40. Was brennt denn da? Gehen wir hoch auf die 40? Schalten Leistung ab. Und dann kann er PZB-Zwangswendung kommen und drücken hier auf PZB wachsam. Gut. Vmax von der Lok sind 80, steht auch hier oben. Die werden wir vermutlich eh nicht erreichen bei der Geschwindigkeit, bei der Ladung des Zuges. Okay. Wir werden auf die 55 überwacht. Wir können uns aber eigentlich auch befreien, ne? Oder? Ne, doch nicht. Da vorne ist das Vorsignal zu bestätigen. Da vorne steht noch eine S-Bahn. Hier am
Hagener Hauptbahnhof. Okay, auch hier, sobald wir dran vorbeifahren, PZB wachsam. Jawohl, hat er angenommen. Schön, oder? Hier oben so auf dem Viadukt. Wir brauchen aber ordentlich mehr Leistung. Dürfen die 60 ausfahren. Oh, jetzt geht's ordentlich runter. Nice. Können wir so ein bisschen mit der Leistung runtergehen, weil den Rest die Schwerkraft erledigt. Können sogar ein bisschen sogar in die E-Bremse rein. Denn der Zug hinten. Rollte ja noch praktisch runter. Jetzt sind wir auf der Ebene. Ganz nett so von der Gestaltung der Landschaft da hinten. Gefällt mir. Und ab hier dürfen wir dann auf unsere V-Max, nämlich 80 km/h hoch, während da vorne ein Kollege vorbeifährt. Auch schön, wenn wir hier mehr beschleunigen, dann ändern sich hier auf jeden Fall auch die Werte. Das ist nice. Okay, das Signal ist nicht bestätigungsbedürftig, glaube ich. Ja. Können wir nochmal in die Außenansicht springen. Sagen, setzen wir uns mal hier hin. Immer noch ohne Zugschlusstafeln. Warum? Ich würde gerne Zugschlusstafeln haben. Was ist denn, wenn wir hier die Lichtkonfiguration ändern? Vorne ohne Schlusslicht? Nö. Nee.
kann es leider aus dem Winkel nicht so gut erkennen, welcher Stellung wir jetzt gerade sind. Auch Quatsch. Ja, dann lassen wir es jetzt so, wie es ist. Genau, 185. Wir fahren übrigens die ganze Zeit mit 100% Leistung und sind noch nicht mal über den 70 angekommen. Und da merkt man eben, die Lok ist fürs Rangieren ausgelegt und nicht unbedingt für Streckenfahrten, nicht unbedingt für Zugfahrten, wenn dann eher nur Zugfahrten kürzerer Natur. Sogar mittlerweile langsamer als 60 geworden. Bei 1,7% Steigung. Das Doofe ist, ich komme hier nicht an den Taster für den Sander rein, weil die Lokbremse davor ist. Nee. Und ich weiß leider nicht den Shortcut für den Sander. Ist das vielleicht Taste S? Nee. Ja, dann weiß ich es nicht. Das ist übrigens eine Mod, dass hier das Foslo Branding mit drauf ist. Das ist Vanilla im Spiel nicht so. Da hat TSG die Lizenz nicht für bekommen, aber es gibt eine Mod, die verlinke ich auch, wenn ich dran denke, hier in der Videobeschreibung. Da hat man dann die Foslo Symbolik auf der Lok drauf. Genau, das Lok-Add-on ist von Trains in Germany veröffentlicht worden, beziehungsweise produziert worden. Veröffentlicht hat sie eigentlich TTG, aber produziert ist das Ganze aus dem Hause TSG, Trains in Germany. Meiner Meinung nach die, ja, definitiv beste Lok im Spiel. Oder einer der besten. Da gibt es ein paar, denen würde ich im Grunde genommen 10 von 10 Sternen geben und die G6 ist eine davon. Der ICE 3 ist auch genauso top. Die 101 ist top. Die 612 ist top. Also diese kleine Kiste hier ist auch ganz, ganz weit oben mit dabei. Und leistungstechnisch ist sie nicht so weit oben mit dabei. Wir sehen es, wir sind mittlerweile fast schon bei den 40. Wagen, wo man in der Lok sitzt, keinen Sound hatten. Jetzt sind wir schon auf unter 40, ja, oder auf genau 40 km/h.
immer noch 1,7% Steigung. Hoffen wir mal, dass wir nicht zum Stehen kommen, denn sonst wird kritisch. Also eine Zwangsbremsung sollte ich mir jetzt besser nicht einfangen. Das ist eine richtige Qual für die Lok, ne? Ach, 39. Haben wir vielleicht zu viel Leistung aufgeschaltet? Deshalb. Tatsache. Oder? Vielleicht, wenn wir etwas weniger Leistung aufschalten, dann. Nee, dann wird es nur noch schlimmer. Ah, ja, dann werden wir noch langsamer. Ich dachte, wir haben zu viel Leistung auf einmal aufgeschaltet und so viel Kraft schafft das gar nicht, die Lok auf die Schiene zu bringen. Oh, ist das schön. Herrlich. War gar nicht bewusst, dass die Route wirklich so schöne Ausblicke liefert. Ankündigung. Was ist das hier eigentlich? Aschenbecher. Gut, glaube ich nicht. Oh, wir haben wieder ein bisschen an Geschwindigkeit zugenommen. Wir sind jetzt mittlerweile bei 65. Signal ist grün. Schön hier, so die bergische Gegend, ne? Oder die bergige Gegend, die bergische Gegend ist sie ja nicht. Oder? Ja, Wuppertal. Naja. Oh, wir sind fast bei VMAX angekommen. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall auf dem Flachen. Hier an Ennepetal vorbei. Auch schön, dass hier dieser Rollsplitt-Schutz verbaut ist. Dieser Schutz, der vor kleineren Steinchen und Geröll und sowas schützen soll, dass die nicht auf die Strecke landen. So, hinten alles noch da? Ja, war ich. Wieso
dieses Bild erinnert mich so ein bisschen an Derail Valley. Auch wenn ich es selbst noch nie gespielt habe. Jetzt einfach mal hinten auf die Wagen draufklettern. Würde theoretisch klappen, wenn wir die SIFA nicht angemacht hätten. Aber habe ich nicht vor. Außerdem kann man nicht springen im TSW. Daher lasse ich es besser. Nicht, dass der Zug ohne uns davon fährt. Zu erwarten. Beziehungsweise nicht auf Langsamfahrt zu erwarten, sondern auf Langsamfahrt. Das hier bedeutet Langsamfahrt zu erwarten. Ich gehe mal davon aus, wir reden hier von 60 km/h. So, PZB wachsam gedrückt. Bei 60, vielleicht auch 50. Ich weiß es nicht. Lass mir einfach mal erstmal rollen. Hier runter. Oh Gott. Da nehme ich lieber die E-Bremse. Und zwar voll rein. Okay. Ach. Ja, klar. Ja. Ganz vergessen, wir fahren ja in der unteren Zugart, nicht in der mittleren. Das war natürlich nicht so smart. So. So, wir rollen schon. Ich habe noch gar keine Leistung aufgeschaltet. Ich würde sagen, die Schwerkraft kann für uns die Anfahrt hier erledigen. Da müssen wir gar keine Leistung dazugeben. Wir fahren jetzt mal nicht schneller als 40. Oder was steht da vorne? 50. Na gut, dann fahren wir 50. So, schon mal die E-Bremse rein. Die ist komplett drin. Das bestätigen wir. Ah, den müssen wir gar nicht. Und helfen mit der Zugbremse nach.
hat der Kollege. Und müssen auf jeden Fall runter auf die 55, sonst kriegen wir wieder eine Zwangsbremsung. Sind wir hier in Schwelm-West. Was ein armseliger Bahnsteig. Wieder dynamische Bremse rein. Ja, ich glaube, immer wenn ich das E-Bremse nenne, ist auch nicht ganz richtig. Ne? Ich glaube, es gibt schon einen Unterschied zwischen dynamischer Bremse und E-Bremse. So, mal schauen, ob es die dynamische Bremse schafft oder wir vielleicht die Zugbremse hinterher werfen müssen. Ja, müssen wir. Wachsam. So, und da hier vorne müssen wir auch schon halten. Und zwar in Wuppertal-Langerfeld. Ups, ja. Nicht übers Ziel hinausschießen. Das wird es dann auch gewesen sein. Nee, anscheinend nicht. Was haben wir denn noch? Achso, Fahrzeuge abkuppeln. Gut, dann stehen wir auf. Schutzhelm anziehen. Zug ist gebremst. Okay. Tut so. Und du möchtest, dass ich die Wagen hier abkuppel. Wolltest du das? Hä? Doch. Ach ja. An einem Ort anhalten.
Okay, wohin nun? Geradeaus weiter. Wir müssen irgendwo hinter diesem Signal hier dann anhalten. Ach, eigentlich sind wir jetzt, glaube ich, auf VMAX 25 begrenzt aktuell. Dürften aber theoretisch dann wiederum ab diesem Hauptsignal auf die erlaubte Geschwindigkeit wieder hoch. Wenn auf den PZB-Modus wechseln können, die obere Zugart. Aber sei es wie es sei. Oder sei es wie es ist. Ist es wie es sei. Ist ja auch egal. Also ich konzentriere mich einfach, gescheit anzuhalten. Zum Thema gescheit anhalten. Ja, das hat perfekt funktioniert. Können wir Rückwärtsfahrt auswählen. Komm schon. Ich glaube, du musst in 0, ne? Oder aus? Jawohl, Rückwärtsfahrt. So, noch 70 Meter. Am besten bekommen wir dem Signal da vorne nicht zu nah. Probieren wir es mal jetzt. Das dürfte eigentlich passen. Ich sehe es jetzt schon, ich werde über das rote Signal fahren. Das wird nichts. Ob es vielleicht jetzt klappen könnte? Tatsache, es funktioniert. So, wohin möchtest du, dass wir jetzt fahren? In diese Richtung. Oder? Bin mir da nicht ganz sicher. Also einmal hier lang und dann hier hoch. Also hier hinten irgendwo. Was ist denn für ein Geräusch? Und Leistung erhöhen. VMAX 25.
So, jetzt geht's hier einmal rechts lang. Okay, wir halten an, nicht, dass wir schon wieder übers Ziel hinausschießen. Denn da ist schon der Prellbock. Jawohl, das hat doch eigentlich ganz gut funktioniert. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.